Ein Statement setzen, das liebt sie, das will sie im Ring und auch daneben. Ich habe eine Dokumentation zum Thema vegane Ernährung gesehen und da ging es eigentlich darum, dass Sportler sich komplett vegan ernähren und ich fand es super interessant und habe gesagt, dass ich das jetzt für meine nächste Vorbereitung testen möchte. Marie Lang stellt sich gerne selbst auf die Probe und will die Komfortzone gar nicht erst aufkommen lassen. Die Ernährungsumstellung weniger ethisch bedingt, sondern mehr Beweis dafür, dass es auch als Top-Sportlerin anders geht. Vegan ist für Lang? Genau das Gegenteil, was ich sonst immer mache. Viel Fleisch, Fisch, also Proteine und Gemüse und jetzt ist es halt genau andersrum. Sie stellt die Welt gerne auf den Kopf. Lang ist ungeschlagene Kickbox-Weltmeisterin auf der einen, Modedesignerin auf der anderen Seite, vereint brutalen Kampf mit sanfter Botschaft. Wobei Lang am liebsten beides vermischt. Statement ja, aber bitte auch schockieren. In your face, nicht nur im Ring das Motto. Auch wenn man dabei selbst mal einstecken muss. Also es ist echt eklig, muss ich sagen. Es riecht. Ich habe noch nie irgendwie so mitbekommen, dass Fleisch so riecht. Und es ist halt super kalt und nass. Das Fleischkleid bringt auch Lang an ihre Grenzen des Erträglichen. Aber das kennt sie ja aus dem Kickboxen und soll hier auch nur Mittel zum Zweck sein. Und das ist ja eigentlich auch genau der Sinn. Also ich will ja nicht sagen, so jetzt ist es toll, sondern eher, man sollte darauf achten, wo das Fleisch herkommt und gerade darauf aufmerksam machen und wirklich nur gezielt Fleisch einkaufen. Und deswegen wird es, denke ich mal, schocken, ja. Schocken will die 33-Jährige, aber vor allem ihre Gegnerin Ayla Lukacs. Beide haben noch nie verloren. Lang 36, Lukacs 24 Mal nicht. Für eine der beiden wird es also heute eine negative Premiere geben. Und Lang wird sich danach ein eigenes Bild machen können. Bleibt sie auch vegan eine Gewinnerin? Und bleibt sie auch danach vegan? Danach werde ich mal schauen. Also komplett gerade auf Fleisch zu verzichten, fällt mir, glaube ich, schon schwer. Ich esse schon gerne Fleisch. Aber so, ich kann es sehr nachvollziehen, wenn Leute das machen. Und ich finde es auch einfach gut, die Einstellung. Ein Statement setzen. Das liebt sie, das will sie. Wir kommen zum Hauptkampf des heutigen Abends. Die WKU-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht Kickboxen, Vollkontakt. Und ich rufe in den Ring die Herausforderin aus Novi Sad, Serbien. Herzlich willkommen, welcome to Munich, Ayla Lukacs. Ich rufe in den Ring die Kämpferin aus München in der blauen Ecke. Und sie wird reingesungen mit dem Ringlied von Jennifer und Ming, alias Queens of Piano. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Marie Lang! Thank you.
Dankeschön, Queen of Piano. Und welcome, Marie Lang. Wir kommen zu den Offiziellen dieses Hauptkampfes am heutigen Abend. Supervisor ist WKU-Weltpräsident Klaus Nonnemacher, Ringarzt Professor Dr. Markus Meyer und nun zu den Punktrichtern. Aus Serbien Goran Filipovic, aus Österreich Harald Foladori und aus Polen Chris Legien. Der Mann im Ring aus Nordirland, Stephen McFarlane. Und unsere Kämpferin in der roten Ecke. Sie ist 25 Jahre alt, 61,5 Kilogramm schwer, 1,67 Meter groß. Ihre Kampfbilanz makellos, 24 Kämpfe, 24 Siege, 7 davon durch Knockout. Sie ist amtierende WAKO- und WKU-Weltmeisterin bis 57,5 Kilogramm. Tritt an für das KBS Novi Pazar. In ihrer Ecke ihre Trainer Hussein Dupjak und Nias Mujic. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen from Novi Pazar, Alia Lukas! Ihre Gegnerin in der blauen Ecke ist 33 Jahre alt, 62 Kilogramm schwer, 1,76 Meter groß. Auch sie ist ungeschlagen. Mit 36 Kämpfen, 36 Siegen, 9 davon durch Knockout. Sie ist 17-fache Titelträgerin, WKU-Weltmeisterin bis 60 und bis 62,5 Kilogramm im Low-Kick. Sie ist WKU-Weltmeisterin bis 60, 62,5 und 65 Kilogramm im Vollkontakt. Tritt an für das Kampfsportzentrum Steko. In ihrer Ecke Ex-Weltmeister Mladen und Pavlica Steko, Zvonko Josipovic sowie Cutman Thilo Kuttler. Meine Damen und Herren, sie ist eine der erfolgreichsten Kickboxerinnen der Welt. Herzlich willkommen aus München, Marie Lang! Der Kampf ist angesetzt auf 5 Runden. 5 Rounds of Fighting. Die Kämpferin zur Mitte der Fighters, to the center. Da ist ein bisschen zu viel Vaseline im Gesicht von der Gegnerin und das muss jetzt noch schnell ein bisschen abgeputzt werden. Okay. You're happy with the rules? You're happy enough with the rules? Protect yourselves at all times. This is full contact kickboxing. Above the waist, yeah? Step back. Seid ihr glücklich mit den Regeln? Ja, sind wir. Dann kann's losgehen. Ladies and Gentlemen! Die Kämpferinnen sind bereit. So, let the fight begin. Und da war von Stephen McFarlane noch der ganz kurze, aber prägnante Hinweis. Vollkontakt-Kickboxen, also alles überhalb der Gürtellinie ist in diesem Fall erlaubt. Im Showpalast München die WKU-Weltmeisterschaft. Kickboxen, Full Kontakt, 62,5 Kilogramm, 5 Minuten. Zu je 3 Minuten. Und das ist die kleine und ein bisschen unscheinbare Gegnerin aus Serbien. Aber ungeschlagen. 24 Kämpfe, ebenso viele Siege, 7 K.O.-Erfolge. Ja, nimmt die Deckung runter und lockt Marie Lang. Probier's ruhig, um dann vielleicht den Konter zu setzen, da jetzt nicht gleich die Nerven verlieren, sondern gut mitboxen. Das probiert sie auch. Schön zum Körper gegangen. Aber das ist natürlich von Ayla Lukacs Teil einer nicht ganz schmerzfreien Taktik. Aber so kann sie ihre Hakenserien unterbringen, oder zumindest die Haken, weil Serien sind ja noch nicht. In der Theorie ist sie so in ihrer Reichweite, in der Reichweite, die sie braucht, um zum Körper oder zum Kopf durchzukommen. Man muss nicht ganz so viel dafür arbeiten und sich ranschieben. Gut verteidigen, abwarten, was Marie Lang probiert. Spiel mit der Führung. Spiel. Ja, gut weggegangen, gute Maltbewegung. Auch hier. Marco,
Schön, schön. Diese Locke halt. Das gefällt mir. Oben antopfen und dann unten fest abschließen. Locker unboxen die Anweisung von Ladens Deko. Und das dann aus der richtigen Distanz, die ruhig noch ein bisschen 8 cm weiter hinten sein könnte, denn sie hat ja die längeren Arme. 9 cm insgesamt größer, Marie Lang. Aber da braucht man keinen Zentimetermaß. Das sieht man auf den ersten Blick, dass natürlich auch die Arme und die Beine länger sind. Und demzufolge könnte sie die Herausforderung da auf der langen Distanz halten. Ja, komm, weiter. Immer die Flucht. Super, die Flucht. Haken nach der Schlaghand, Marie. Bring die Türen der Schlaghand und dann den Türen Haken. Ja, Marco. Wir haben auch die Idee von Kickoff da ranzugehen und die Rechte zu probieren oder es hier mit dem Kick zu schaffen, die Deckung zu knacken. Also da zeigt sich schon, das kann ein hartes Stück Arbeit werden hier. Marie Lang schon bereit zur zweiten Runde, während bei Ayla Lukacs noch ein bisschen gearbeitet wurde. Jetzt kann es dann losgehen. 25 Jahre jünger. Ja, gute Rechte, die immer wieder so ein bisschen rüber gekippt wird und dann reinkommt. Jawohl! Komm, weiter! Mit der Maid-Bewegung ebenfalls. Bisschen sehr provozierend. Und dann erschießen genau. Konzentriert weiter so! Komm! Ich muss doch mal. Die vegane Ernährung bei Marie Lang. Sie hat gesagt, die Vorbereitung lief überragend. Also deutlich besser als in der Vergangenheit. Und dann hinterher zu schieben, macht mir aber auch ein bisschen Sorge, weil sonst war immer die Vorbereitung schwierig, dann der Kampf richtig gut oder Vorbereitung so mittel und der Kampf gut. Was passiert, wenn die Vorbereitung so gut läuft? Hat das Auswirkungen positiver Art auf den Kampf, oder ist das wie bei so einer Generalprobe, wo man dann auch eher ein bisschen Sorge haben muss, wenn es da zu glatt läuft. Komm weiter jetzt! Wegdrücken, dann arbeiten. Wegdrücken, dann arbeiten. Wir haben Ladens Deko, sie macht's auch. Und dann die Hände wieder schön zum Kopf, das ist ganz wichtig. Und führen, führen. Ist wenig klare Treffer zu. Komm, weiter. Lukacs. Aber da sie natürlich immer in der Verteidigung ist und viel zurückgeht und viel abwartet, sind es mehr Aktionen von Marie Lang. Aber keine außergewöhnlich klaren Treffer. Und danach gleich. Oh, bitte, komm, wir haben es das da mal. Das ist der Ja. Und jetzt danach gleich aufhören. Oh, ordentlich. Und sie versucht dann da auch mit den Haken mitzumachen. Und das ist eigentlich doch eher die Sportlerin, die es auf der langen Distanz mit den geraden Schlägen probieren könnte oder sollte. Abgedreht! 20 Sekunden in Runde 2. Wieder 1, 2 oben an, dann unten fest mit dem Kick. Ja. Drück sie weg und dann schießt ab. Ja, bleibt interessant, vor allem auf den Punktzetteln, was sich hier tut.
Seconds up. Komm, jetzt weiter so. Second Zeit. Es wird mitgefiebert für Marie Lang und es wurde mitgeboxt in der Ecke von Ayla Lukac, wo man jetzt ein bisschen länger braucht, um da aus dem Ring zu klettern. Jetzt hat man das dann auch hinbekommen. Und der Coach hat insofern vorgeboxt, weil er gesagt hat, du machst das so häufig mit ein oder zwei Händen. Und er will mehr Hände sehen, Kombinationen, die aus drei, vier, fünf Händen bestehen. Oder Aktionen, durchaus auch das Bein oder der Fuß mitgemeint, hauptsächlich. Wenn man einmal dann dran ist an der Marie Lang, dann soll man mit etwas mehr Aktionen eben auch Punkte sammeln und Wirkung hinterlassen. Bravo! Wegdrücken danach! Hier die Hand weg. Ja, man sieht, es ist kein ganz einfaches Unterfangen für Marie Lang, die richtige Distanz zu finden und die dann auch zu halten. Da war die lange linke gut drin. Also investiert viel. Viele Aktionen, Marie Lang, wenig klare, zählbare Treffer, die ihr die Arbeit leichter machen würden. Ebenfalls in der Ecke die Ex-Weltmeister. Ich gehe nochmal rüber in die eine Ecke, Ayla Lukac, aber muss sich mehr auf das konzentrieren, was hier im Ring passiert. Und die Deckung wartet. Aber findet den Schalter nicht, dann wirklich in der Situation hinterher zu gehen. Immerhin verhindert sie Volltreffer von Marie Lang, die viel drückt, die viel schiebt, die versucht, die Aktionen hier zu dominieren. Jetzt deutlich flüssiger auch in den Bewegungen, arbeitet mehr, gute Hände. Ja, komm, komm. Anfangen zum Körper, das ist das, was man im Stiko sehen will. Gute Konter von Lukac. Die vierte Runde. Und wieder. Braucht die Ecke der Gegnerin einen Tacken länger, als es dem Referee gefällt. Alle Infos zum Kickboxen, zum Boxen. Da war ja auch ein bisschen was mit Vincent Feigenbutz in der letzten Nacht und natürlich zum Sport insgesamt. Sport1.de und in unserer neuen App. Ja, versucht viel. Sieht ein paar Zentimeter, wo sie zu nah dran steht. Marie Lang. Und demzufolge die Aktionen nicht so hundertprozentig ausführen kann, wie sie es grundsätzlich vorhätte.
Falco, Falco, Falco! Und es gefällt Lukas, dass sie da immer ein bisschen am Seil rumgehen kann, sich in der Ecke platzieren kann. Komm, Attacke! Idemo malo, idemo sad! Prek! Gespannte Stille im Showpalast in München. In der Allianz Arena gelegen. Komm jetzt weiter! Es wird ein bisschen lauter, das Publikum in der Unterstützung für Marie Lang. Und das sieht immer noch wuchtig aus, was die Gegnerin da versucht. Guter Versuch. Ja, die probiert ein bisschen was. Die letzten Augenblicke von Runde 4. Das wird eine interessante letzte Runde. Nach kurzen Pause sind wir wieder da. Ist drin. Dann kann es losgehen. Die letzte Runde. Die Versuche auch von das Publikum hier nochmal ein bisschen zu wecken und den Menschen hier klar zu machen. Ein bisschen Unterstützung für Marie Lang kann nicht schaden in den letzten 3 Minuten. Die Gegnerin hatte ihre Momente. Eine Taktik, die Marie Lang bislang nicht so wirklich umwandeln kann, sprich sie spielt hier so ein bisschen in die Karten, geht hinterher und lässt sich dann diese Konterattacken ein ums andere Mal wieder mit dem Kick und dann mit dem Schwingern. Das sind solche Kämpfe, die man sich mit einer druckvollen Führhand oder mit einer druckvollen Frontkick durchaus leichter machen könnte. Aber es gibt eben diese Tage, wo das nicht so funktioniert. Oder eine Gegnerin oder ein Gegner, der das nicht so zulässt. Und da muss man fighten. Und das macht Marie Lang. Und jetzt hier wieder durchzukommen. 1 Minute noch. Bravo! Bravo! Bravo!
Zuschauern nicht einverstanden, dass der Akzent dazu bedeuten hatte vom Referee. Topf hoch war die Bedeutung. Und das hat sie dann ja auch sofort gemacht. Nicht die beste Vorstellung von Marie Lang, sicherlich eine, wo sie sich mehr erwartet hätte. Eine giftige Gegnerin ungeschlagen, die viel nach vorne marschiert ist in den entscheidenden Momenten, die auch auf die Konterattacken gewartet hat und die so ein bisschen. Willkommen zur Urteilsverkündung. The Scores. Goran Filipovic wertete 50 zu 47, 50, 47. Chris Legian 50 zu 46, 50, 46. Und Harald Faladori wertete 49 zu 47, 49, 46. Unanimous Decision. Einstimmiges. Also klar, sehr, sehr deutlich. Urteil. Und damit alte und neue Weltmeisterin aus München. Marie Weltmeisterin. Herzlichen Glückwunsch. Bevor ich dich allerdings ganz ungalant zu Wort kommen lasse, Mladen, komm mal ganz kurz bitte, denn ich habe gehört, irgendwas war vor dem Kampf und normalerweise wolltet ihr vorher nicht drüber sprechen. Jetzt lass die Katze aus dem Sack. Also Leute, man muss wirklich Respekt an Marie und auch Dardan war krank letzte Woche komplett. Der ist am Montag wieder eingestiegen. Marie war das erste Training und nur Halbert am Mittwoch beim Pressetraining. Sie war die ganze Woche krank. Also Respekt mit dem, dass sie noch die Leistung bringt. Dankeschön, Lanzo. Aber jetzt zu dir. Gratulation, Marie. Wie hat es sich angefühlt? Du hast gegen eine amtierende Weltmeisterin gekämpft. Man hatte das Gefühl, die ersten drei Runden hat sie sich so ein bisschen eingeigelt, zurückgezogen. War das überraschend für dich? Ja, erstmal danke München. Danke für den Applaus. Danke an die Stekos, dass sie mich immer super vorbereiten und es macht immer echt viel Spaß. Danke an meinen Hauptsponsor Jalousie Scout. Danke an AIL Leasing in München. ich hatte eine starke Gegnerin. Ich wusste, dass sie boxerisch sehr stark ist. Sonst gehen die Mädels bei mir ja immer eher auf Kicks. Und ich muss sagen, also die ersten drei Runden habe ich mich vorne gesehen. Nach hinten hin habe ich leider ein bisschen abgebaut. Das habe ich einfach auch an der Luft gemerkt. War nicht die stärksten zwei Runden, aber ich denke, im Großen und Ganzen war das ein guter Kampf und ich freue mich, dass der Titel in München bleibt. Ja, wir freuen uns auch. Man muss das wirklich sagen, es ist gerade so ein bisschen ein Lächeln über dein Gesicht gehuscht, trotz Tunnelblick und vorbereitet zu sein, wenn man dann hört, eine der erfolgreichsten Kickboxerinnen weltweit anhand der Titelverteidigung, deiner gesamten Titel der verschiedenen Gewichtsklassen. Ist das eigentlich dauerhaft bewusst oder wird einem das an einem solchen Abend erst wieder bewusst? Ja, es ist geil, heute bei Sport 1 den Hauptkampf gemacht zu haben. Also ich bin super dankbar und für mich ist jeder Kampf eine neue Herausforderung. Neue Gegnerin, neue Vorbereitung. Es läuft immer anders und es ist deswegen nie langweilig. Und es macht mir halt einfach Spaß, diese Herausforderung. Du bist natürlich von Sport 1 und Bild-Zeitung die ganze Zeit begleitet worden. Auf deinem Weg ein anderes, ich sag jetzt mal Vormanagement, Vorkampfmanagement anzugehen und zwar in Sachen Verpflegung. Bist du jetzt nach wie vor, wirst du jetzt Veganerin, Vegetarierin oder wartet jetzt irgendwie die dicke Currywurst oder das Steak nach diesem Abend auf dich? Also ich muss sagen, es lief gut mit der veganen Ernährung. Ich hatte auch echt viel Luft. Ich habe mich super gefühlt. Ich hatte, glaube ich, die beste Vorbereitung seit Jahren. Leider jetzt halt die letzte Woche komplett flachgelegen. Aber sonst habe ich mich super gefühlt. Aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt ehrlich gesagt total auf so ein Rührei mal wieder. Ja, auch das ist aber lieb. Weltmeisterin, 37. Kampf, ungeschlagen. Jetzt freut sie sich auf ein Rührei. Herzlichen Dank, Marie Lang. Wunderbar. Fit durch Blumenkohl. Liebe Zuschauer,
Und Dankeschön nochmal, Gratulation. Und für Sie, liebe Zuschauer daheim an dem Bildschirm auf Sport 1, wünschen Ihnen natürlich einen wunderbaren Abend. Vielen Dank, viel, viel Spaß. Vor allen Dingen auch nochmal Gratulation an Marie Lang. Sie bleibt also Weltmeisterin. Das war doch ein gutes Experiment, was wir heute hier für Sie präsentieren. Nimmst du auf? Warte, ich muss dich träumen nicht. Ja, leuchtet rot, es ist so Reck. Es ist so schwer, weißt du, gute Mitarbeiter heutzutage zu kriegen. So. Okay, geil. Ja, Marie, heute haben wir Sorgen gemacht um dich, also wie ich in der Kabine war und hab dein Gesicht gesehen. Ich habe dich rausgeschickt auch. Das du hast mich gleich. Interview? Nein. Nein, nein. Nein, du warst freundlich. Und hast gesagt, muss ich? Mit dem Subtext, nein. Lag's an der veganen Ernährung oder sonst bist du ja eigentlich entspannter. Aber diesmal war es ziemlich, ja, ich würde nicht mal sagen fokussiert, sondern auch wirklich, würde ich sagen, das ist Marie, wenn sie schlechte Laune hat. Ja, angespannt. Schlechte Laune habe ich selten oder zumindest bin ich selten dann unfreundlich, aber es war so ein bisschen angespannt, weil ich nicht so richtig wusste, klar, was mich erwartet, das weiß ich nie, aber ich habe halt im Hinterkopf so ein bisschen gehabt, mir fehlte so diese letzte Woche, obwohl da nicht mehr viel passiert, aber so zu wissen, ich bin fit. Und das fehlte mir ein bisschen im Kopf auch quasi, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt geht's los. Also das war die Krankheit, die dich da unterbrochen hat, jetzt kann man es ja sagen. Ja, ich habe das für mich behalten, weil ich finde das immer so doof, wenn man sagt, ach, ich war jetzt krank und deswegen war der Kampf nicht so gut. Weil ich finde, wenn man sich zusammenreißt, kriegt man es alles irgendwie immerhin. Aber ich habe es leider dann doch in den Bronchien danach ein bisschen gemerkt. Also die ersten drei Runden waren, glaube ich, gut. Und dann habe ich nachgelassen. Das ärgert mich ein bisschen selbst, ehrlich gesagt, weil meine Vorbereitung wirklich super war. Und ich habe super Luft gehabt und es war also mit die beste Vorbereitung, die ich bis jetzt hatte. Vielleicht auch durch das vegane Essen. Man weiß. Doch, man weiß es schon. Jetzt mal Butter bei die Fische. Also, magst du es nochmal oder nicht? Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ich es für eine Vorbereitung nochmal mache. Für wie viel Geld? Was bietest du mir denn? aber es ist schon sehr schwierig, da wirklich... es ist schwierig einzukaufen. Man muss halt wirklich alles selbst kochen und man kann nicht mal eben irgendwo was holen, weil es halt sehr eingegrenzt ist. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich freue mich super auf ein Rührei einfach. Also noch nicht mal Fleisch und Fisch, sondern eher so ein Rührei mal am Wochenende aufs Brötchen und so. Und so. Da habe ich halt schon Bock drauf. Aber hast du, gut, du warst jetzt natürlich durch die Krankheit, kann man schwer sagen, aber auch in der Trainingsvorbereitung, hast du jetzt wirklich einen Unterschied gemerkt oder sagst du, naja gut, die läuft mal so, völlig unabhängig vom Essen? Also ich kann halt wirklich sagen, dass ich mich fit gefühlt habe. Also ich habe mich nicht schlapp gefühlt und es war wirklich gut. Also die Vorbereitung lief super. Kann natürlich sein, dass sie mit Fleisch oder Fisch jetzt genauso gelaufen wäre. Das finde ich halt schwierig zu sagen. Also weil es ist ja auch ein bisschen kopfabhängig, wie ist man drauf und so weiter. Also das finde ich schwierig zu sagen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mich nicht schlapp gefühlt habe. Also kein einziges Mal, nicht im Training und gar nichts. Also es war echt super. Aber vom Abnehmen her war es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil du nur Kohlenhydrate essen musstest. Hättest du vielleicht gesagt, na gut, wenn ich jetzt Fisch und Fleisch noch essen könnte, dann würde es mir vielleicht ein bisschen leichter fallen? Ja, das mag schon sein. Also es war nicht unbedingt leichter. Wobei schwieriger ist halt auch schwierig zu sagen, aber du hast schon recht. Normalerweise habe ich halt viel Fisch, Fleisch gegessen und Gemüse und jetzt fiel das weg. Dann hatte ich quasi Kohlenhydrate und Gemüse und das ist ja eigentlich immer das, worauf ich verzichte. Und das war am Anfang ein bisschen schwierig, aber es ging dann auch runter, das Gewicht. Man muss halt wirklich viel Gemüse essen. Und das heißt natürlich auch, dass du schnell wieder Hunger hast, wenn du ausschließlich Gemüse isst. Ich sehe schon in deinem Gesicht, das werden. Nein, ich meine, wenn ich höre, wie du das Wort Gemüse aussprichst, wissen wir, dass das jetzt mal die nächste Zeit nicht mehr auf dem Speiseplan steht.
Doch, ich muss sagen, das ist so lustig, weil die meisten Leute haben mich so bemitleidet. Also ich habe ja auch versucht, irgendwie bei Instagram es zu teilen, was ich esse. Und es kamen ausschließlich so weinende Emojis, die mir geschickt worden sind. Von mir? Von dir und anderen Männern da draußen, die halt dachten, okay, jetzt muss sie das essen. Aber es war echt super lecker. Also das, was ich gemacht habe, war lecker. Aber wir haben noch zusammen diesen Tofu gekauft, ne? Diesen Räuchertofu. Hast du jemals gegessen? Der liegt immer noch im Kühlschrank. Den habe ich nicht gegessen. Der sieht so widerlich aus. Ich glaube, der liegt dann noch im Sommer wahrscheinlich. Also war der erwartet schwere Kampf, die schwere Gegnerin, das war ein Arbeitssieg, würde ich sagen. Ja? Also warst einfach schlicht stärker als sie. Vom Kopf her, von der Dominanz her, vom Druck her. Aber sie war schon stark. Sie war super, also sie war schon stark, ja, aber ich habe sie halt auch vierte, fünfte Runde kommen lassen. Also ich hätte es genauso machen sollen wie in den ersten drei Runden. Gar nicht in den Infight gehen, sondern auf Distanz und wirklich meine Reichweite ausnutzen. Und das habe ich halt nach hinten hin nicht mehr so gut umgesetzt wie am Anfang. Und dadurch konnte sie natürlich stärker werden. Da kamen halt auch ein, zwei Kicks ganz gut durch. Das ist jetzt die Marie, die gewonnen hat, eigentlich nicht nur eigentlich, sondern alle fünf Runden gewonnen hat und sie sagt, ja, aber. ja, für mich kann es halt immer besser sein, weil ich halt total selbstkritisch bin, aber ich glaube, man muss einfach auch mal zufrieden sein mit seiner Leistung. Ja. Aber du müsstest doch auch ein bisschen, wie sagt man, Selbstvertrauen jetzt bekommen, weil eigentlich, ich meine, hast du jetzt alles gewonnen, ja, und es waren wirklich viele schwere Gegnerinnen mit dabei. Spürst du da ein gewisses Selbstvertrauen, das dann dadurch wächst über die Zeit, wo du dann sagst, naja gut, ich gehe jetzt auch im Leben anders an die Dinge ran, wenn da jetzt eine geschäftliche Herausforderung kommt oder ich habe ein Casting irgendwo, ich gehe da mit einem anderen Selbstbewusstsein rein. Kriegt man das dadurch gelernt? Also ich finde schon, dass man dieses, was man im Kampfsport oder im Ring und so weiter umsetzt und was man auch im Training lernt, dass man das so auf sein Leben beziehen kann. Das finde ich schon. Also das sind halt Sachen, viele Sachen, die sich einfach im Kopf abspielen. Also dass man denkt, okay, ich kann nicht mehr, aber eigentlich kann man noch, dass der Kopf einem nur sagt, man kann nicht mehr. Ja. Und das ist halt auch fürs Leben eigentlich ganz gut. Aber klar kämpfe ich da auch immer mit meinen, dass mein Kopf sagt, nee, es könnte noch besser sein oder es war nicht gut und bin dann sehr selbstkritisch und so. Also da könnte ich eigentlich viel selbstbewusster noch sagen, es war jetzt gut und es war eine gute Leistung. Und ich habe hart dafür gearbeitet und ich sollte einfach mal zufrieden sein. Das höre ich gern von dir. Ja. So selten. Ja. Ich habe gehört, gerade du willst deine Memoiren schreiben. Angebote kommen schon. Aber du bleibst es noch erhalten. Auf jeden Fall, ja. Gut. Ich war noch nicht zu 100% mit dem Kampf zufrieden. Ich möchte noch nicht aufhören. Das heißt, du bleibst uns ewig erhalten. Ja, ich werde noch 2030 hier stehen. Sehr gut. Vielen Dank, Marie. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Danke.